Hey zusammen, mein Name ist Vossi und willkommen zurück zu Little Nightmares. Okay, Freunde, herzlich willkommen zurück. Man hört's vielleicht noch, ich bin noch etwas angeschlagen. Ich hatte die Woche eine fiese Erkältung gehabt und musste erstmal Ruhe geben. Aber jetzt kann ich keine Ruhe mehr geben, ja? Jetzt kann ich keine Ruhe mehr geben, denn ich will hier unbedingt weiterkommen. Wir müssen nämlich jetzt Würstels machen und dazu springen wir hier einfach oben ran. Ja, wer sich erinnern kann, wir haben in der letzten Folge oben die Fleischklöpse da hingelegt und da kommen sie schon. Und jetzt leiern wir das Ganze mal an hier, nicht? Und da kommt schon die erste Wurst. Alter, da oben kommt die Wurst raus. Okay. Das war alles an Wurst. Zwei Wurststücke haben wir hier. Ich glaube, wir brauchen aber mehr. Denn ich glaube, wir müssen... Oder geht das so? Nee, das geht nicht so, ne? Nein. Ah, warte, warte. Wir müssen ja rennen. Wir müssen doch rennen. Aber ich glaube, es reicht nicht ganz. Wir brauchen da noch ein bisschen was. Wie war ein Rennen? Verdammt. Verdammt, warte, 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 warte. Ich hab's Rennen vergessen. Jetzt. Nee. Genau, wir brauchen da eins, denn wir müssen da drüben in das Loch rein. Na, wir müssen drüben in das Loch rein. Und warum kann ich nicht mehr warten? Warum will ich jetzt einfach weiterspielen? Obwohl ich mich noch so beschissen anhöre. Ja, Freunde, er hat einfach den Grund, da ich mich, ich glaube, letztes Wochenende oder so war das, mit Massimo unterhalten habe. Und... Ah, hier liegt noch eins. Sehr gut. Habe ich mich mit einem guten Massimo unterhalten. Und er hat mir so ein bisschen was verraten. Ja, ein paar Geheimnisse, möchte ich es jetzt mal nennen. Ja, ein paar schnucklige Geheimnisse, Freunde. Und zwar... das erste war gewesen in dem Raum mit dem Schreibtischstuhl. Falls sich der eine oder andere erinnern kann, habe ich gefragt, warum dort eigentlich ein Stuhl steht und der eigentlich keine anscheinbare Funktion hatte. Es war einfach, der Stuhl war, glaube ich, dazu da, um ihn auf eine bestimmte Position zu schieben und dann öffnet sich so eine Geheimtür und dann konnte man hinten quasi in das Gehirn reinschauen, also in dieses Auge, in diese Hauptzentrale irgendwie, hat er gemeint. Und da kann man ja irgendwie durch das Auge schauen oder sowas. Haben wir leider verpasst, aber wir haben noch ganz viele andere Dinge verpasst. Und zwar, was war noch gewesen? Ich glaube, genau, eine Trophäe hat es noch gegeben, die haben wir verpasst. Und zwar an der Stelle mit dem Klavier, ja, mit dem Klavier, wenn man auf die Tasten springt oder gesprungen wäre, gefallen wäre, dann, und ich glaube von vorne nach hinten, also diese ganzen Tasten durchgerannt wäre, dann hätte man eine Trophäe bekommen und haben wir leider nicht geschafft. Aber, na, wir haben es nicht geschafft, aber ich sage mal so, wir werden das Ganze nochmal in einem Livestream komplett durchspielen, ja? Wir werden das nochmal durchspielen, denn ich glaube, wir haben auch ein paar Statuen übersehen, ein paar Omis. Und wir werden das auf jeden Fall nochmal durchspielen, denn wir wollen ja hier alles mitnehmen. Und das werden wir wahrscheinlich in einem Livestream machen. Das geht einfach viel besser, als wie dann nochmal ein paar Folgen hinterher zu hauen, ja? Deswegen in einem Livestream die ganzen... verpassbaren Dinge, die ganzen, die wir verpasst haben, machen wir einfach in einem Livestream nochmal. Vielen Dank übrigens, Massimo, an der Stelle für die Tipps, für die Hinweise. Und was er mir noch gesagt hat, da waren wir uns ja, also wir waren uns uneinig oder es kam zu einer kleinen Diskussion, da er nochmal nachgeschaut hat, wie diese Nomis, ja, diese Papierhütchen, ja, ich glaube, er hat Nomis geschrieben, allerdings werden die Gnomis oder Gnoms genannt, ja. Pass auf, wir machen das ganz einfach so, wir kürzen die ganze Geschichte ab und sagen einfach, die Dinger heißen Gnomi. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, 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 oh. Oh nein. Was? Dieser fette Sack, hey.
Ja, wir nennen die Dinge einfach Gnomi, ja? Gnomis, kleine Gnomis rennen hier rum. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Sie sind klein und niedlich. So wie ein kleiner Gnomi-Gnom. Können wir hier was machen? Was können wir hier machen? Oha. Oha, können wir den vielleicht umstoßen? Yeah. Nee. Nee, der ist einfach... Wenn wir uns hier drinnen verstecken? Oder warte, hier. Hier bestimmt, ne? Ich glaube, dass hier sieht das ganz vernünftig aus, das Ganze. So, wir probieren es nochmal. Und ich freue mich echt, dass das Spiel so gut bei euch ankommt. Ich mag das immer, wie die da rumslidet, Alter. Richtig nice. Oh, ich glaube, er hat uns so eine. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ihn, alter Stinkekäse. Schiebt er sich den jetzt in... in Allerwertesten? Oh mein Gott. Und noch ein schönes Stück Fleisch. Oh, warte! Raus! Schnell raus! Yes! Boah, jetzt hätte ich's fast verpennt, ey. Scheiße! Okay, wo lang? Wo lang? Ich will alles mitnehmen. Er kommt... Oh, warte, wir müssen hier hoch. Wir müssen hier hoch, wir müssen hier hoch, wir müssen hier hoch! Alter, komm schon! Warte, ich will noch gucken, bis er kommt. Oh, der grapscht hier bestimmt. Nee, der ist zu fett. Der kommt da nicht rein. Definitiv nicht. Nee, der findet uns nicht. Nein. Okay, aber... Oh, wir brauchen wieder einen Schlüssel, habe ich gesehen. Unten da war ein Schloss gewesen. Wir warten jetzt, bis der Fette in die Küche geht. Top, der Fette grillt. Ja, los. Okay. Vorsicht. Ah, scheiße, ich kann hier nie rumgucken. Whoa. Ach du Scheiße, der Schlüssel, Alter. Der Typ ist durch. Der dreht völlig durch. Lecker. Nom, nom, nom. Das schmeckt mir. Komm. Oh, shit. Oh Mann, der Fette ist doch schneller als wir, Alter. Scheiße. Okay. Nice. Oh, gefällt mir, echt. Super. Okay, wir müssen da, ich glaube, wir müssen uns das ein bisschen geben, da, was er da fabriziert. Wir müssen uns das kurz ein bisschen anschauen. Ah, wir können ja hinter ihnen lang, oder? Sieht gut aus, ja? Ja, sieht gut aus. Das kennen wir. Oh, Scheiße, Alter. Okay. Ich wollte gerade noch was sagen. Ich gehe einfach mal, ich renne mal dahin. Oh, komm schon. Okay, ich wollte noch sagen, ich hatte in dem Schnitt gesehen, dass es sich bei diesem fetten Sack, ja, es gibt zwei Typen davon. Denn der eine, der oben in diesem Bett gelegen ist, der sah nämlich vom Gesicht her ein bisschen anders aus. Der hatte ein bisschen andere Gesichtszüge. Und ich gehe mal davon aus, dass es Zwillinge sind. Es müssten eigentlich Zwillinge sein. Oh, komm schon. Okay, er schnitzelt weiter. Okay, was haben wir hier? Alter, hier steckt jemand kopfüber im Schlamassel, würde ich sagen. Okay, was können wir hier machen? Wir können da drücken und
Dann können wir direkt hier wieder raus, uns den Schlüssel nehmen. Okay, das machen wir mal. Los geht's. Und wir verstecken uns. Und los, weiter, weiter, weiter. Komm, 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 komm. Los, get it. Los, los, los. Okay, okay, okay. Oh, shit, shit, shit. Das war zu kurz. Kriegen wir es noch? Kriegen wir es noch? Kriegen wir es noch? Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, shit. Alter Schwede. Yo, das war heftig. Aber wir haben es geschafft. Warte, warte. Nimm den Schlüssel, nimm den Schlüssel, nimm den Schlüssel. Okay, wir müssen... Ja, wir müssen dahin. Das schaffen wir, das schaffen wir. Und rein damit. Jawohl. Los, Tür auf. Tür auf, komm schon. Genau, okay. Oh shit, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich weiß nicht, wohin. Oh nein, es ist... Nein, shit. Nein, oh Mann. Oh, verdammt. Das geht... Ich glaube, wir hätten hinten auf dem Hocker... Auf den Hocker hätten wir springen müssen. Oh nein, wir müssen... Nein, wir müssen es normal machen. Oh Mann. Ich habe gedacht, da unten hat es jetzt einen Savepoint gegeben. Hat es leider nicht. Wir haben versagt. Nein, du musst dich doch ducken. Und wir lassen ihn mal da hinten... Scheiße. Okay, ganz ruhig. Ich bin da, das war bestimmt vor uns der Fehler. Ich bin wahrscheinlich an diesem Holzpfosten da hängen geblieben. Und jetzt da hoch, da durch. Und dann schnell hier hin. So, wir machen jetzt, wir drücken das jetzt. Was? Shit! Oh, damn it, Alter! Da hat er uns gesehen. Der fette Hund hat uns erwischt. Ach, okay. Ich habe gedacht, wir drücken den Knopf, verstecken uns einfach hinter den Töpfen, hinter den Kanistern da. Warten, bis der sich um die Maschine gekümmert hat. Warten, bis der rausgeht und dann drücken wir nochmal. Aber ich glaube, dass... Nee, ich glaube... Das wird so nicht funktionieren. Ich glaube, dass das, was wir als erstes gemacht haben, das war okay. Das, was wir als erstes gemacht haben, war okay. Scheiße! Scheiße! Nein! Oh Mann! Mann, da, wieso hängt... Nein! Wieso jetzt ist sie an dem Scheißtopf hängen geblieben? Mann! Boah, der Typ ist echt nervig. Wie er mit seiner... Wie er da an der Nase so rumriecht, ne? Also, ist schon etwas widerlich. Okay, ich glaube, wir müssen irgendwie eine bestimmte Situation abwarten. Dass er uns nie gleich erwischt, weil beim ersten Mal hat er uns ja nie gleich erwischt. Beim ersten Mal hat er uns nicht gleich erwischt gehabt. Ich würde ja gern was gegenwerfen, aber das funktioniert ja mit diesen Knöpfen leider nicht. Wir haben gerade einen Live-Zuschauer. Wir haben gerade einen Live-Zuschauer. Super, er kann mich allerdings nie hören, er sieht nur das Gameplay. Das ist natürlich auch so ein Future, was ich noch auf die Website mit... einbinden wollte. Er hat uns schon wieder, das kann doch nicht sein. Ich sehe nichts. Ja, toll. Ich sehe doch nichts, wenn der da mit seinem fetten Arsch vor der Linse rumhantiert, hey. Mann. Genau, das wollte ich auf der Website auch noch mit integrieren, dass man zum Beispiel, wenn jetzt eben keine Gameplays kommen, dass man auf der Website sehen kann, was ich gerade so spiele.
wenn ich mal nicht am Aufnehmen bin. Aber man kann natürlich auch wie jetzt der gute Herr hier einfach mit in die Aufnahme schalten. Was? Ich hab's nicht gelesen, das war zu klein. Ist natürlich ein bisschen problematisch hier auf so einem 4K-Bildschirm. So, pass auf. Warum sieht er uns? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Oh! Damn it! Mann, ich hänge hier fest! Ey, sorry, ey, scheiße! Vielleicht sollten wir uns echt ducken. Vielleicht sollten wir uns da hinter die Container sliden. Mann. Das ist echt mies. Das ist wirklich mies. Es tut mir echt leid, dass ich mich hier gerade so blöd anstelle. One more line. Was meint er mit one more line? Ich nehme keinen Koks. Okay, pass auf jetzt. Können wir irgendwas anderes machen? Wir können nichts machen, ne? Ich würde den gern abstechen. Was ist, wenn wir uns hier hinter verstecken? Ist blöd, oder? Wie lang brauchen wir denn bis dahin? Es könnte gehen, ne? Es könnte gehen. Ich probiere es einfach nochmal los. Komm durchs Loch, durchs Loch, durchs Loch. Komm, komm, komm. Los! Oh, okay. Jetzt runter. Los, 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 los. Alter, schnell. Schnell, schnell, schnell. Los, los, mach auf, mach auf, mach auf. Komm, 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 komm. Mann, hör jetzt auf zu nerven. Nein, was machst du? Nimm den fucking... Oh nein, das... Oh shit, 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 shit. Nein, nein, das darf doch nicht. Wo muss ich denn hin? Nein! Hey, das ist nicht dein fucking Ernst, Mann! Dieser Pisser, Alter, echt! Hier kommen wir jetzt gar nicht mehr hin. Ich habe keine Ahnung, wo wir da hin müssen. Nee, es geht so nie. Ich habe keine Ahnung, wo wir da hin müssen. Oh, das ist aber auch verflixt. Es tut mir richtig leid, aber es ist wirklich... Es ist... Wie verflucht. Können wir in den Raum reinschauen irgendwie? Nee, ne? Ich probiere es nie nochmal. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay, den Typ ist wahrscheinlich langweilig geworden. Der hat gedacht, ich schaff's sowieso nie. Er ist weg. Verdammt! Wo muss ich hin? Ah, ich muss da ruhiger rangehen an die Sache. Ich merk's schon, ich bin schon wieder zu oft gewühlt hier. Können wir denen vielleicht so eine Dose da auf die Treppe legen, dass er so nach hinten kippt, sich das Genick bricht? Okay, pass auf, ich hole jetzt nochmal den Schlüssel.
Warte, jetzt drücken. Wohin, wohin, wohin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich verdammt nochmal hin? Ich bleib jetzt erstmal hier. Ich bleib erstmal hier. Ich will wissen, was er macht. Ich will wissen, was er macht. Wir müssen das. Wir müssen die Situation. Ey, Freunde, es tut mir wirklich leid, dass diese Folge so schlecht ist. Das kann doch nicht sein, ey. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal eine ganz kurze Pause machen. Es hat zwar nicht lange gedauert, die Aufnahme jetzt, aber ich werde eine kurze Pause machen. Ich werde die nochmal, die ganze Situation nochmal verinnerlichen. Werde die Folge jetzt nochmal schneiden, schnell raushauen, dass ihr wieder was zu sehen habt, denn, wie ihr wisst, ja, es kam lange nichts. Muss ich mich nochmal dafür entschuldigen. Auf jeden Fall, erstmal vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass doch ein Däumchen da. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Und wenn du vielleicht einen Tipp hast, wie wir hier weiterkommen oder so, baller's einfach unten in die Kommentare. Und ich bedanke mich schon mal jetzt für hilfreiche Unterstützung, für hilfreiche Tipps. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin und tschüss.